Hallo zusammen, heute schenke ich euch einen Generator. Aber nur für Leute, die ein altes Auto haben. Man sagt jetzt immer, Powerstation kaufen, Powerstation kaufen, die kosten ja ein Vermögen, aber das Teil kostet auch ein Vermögen. Und dann gibt es Solarpanels, die kann man falten, faltet nicht zu viel, weil die könnten ja brechen. Ich sage immer, weder die Faltpanel oder Falttaschen ein richtiges Solarpanel, da habe ich schon andere Videos gemacht, dann könnt ihr bei Sonnenschein mit zwei so Panels solche eine Akkubox laden in einem Tag. Ich brauche noch einen Regler dazu und ein Kabel raus zum Solarpanel, aber wir haben jetzt Nebel. Wir haben schon seit 2 Wochen Nebel. Vielleicht drückt sie am Nachmittag mal durch, aber es ist schon wieder Zeit, nachmittags um 4 und wir haben immer noch Nebel. Da kann ich mit der Solarzelle nicht laden. Ihr habt kalt, ihr müsst eure Ölheizung betreiben oder wollt ein Brot backen und die Kiste ist leer. Dann braucht ihr einen Generator. Und ich schenke euch, wenn ihr das Ding bestellt, bis Ende diesen Monats alles dazu, dass ihr das Teil laden könnt. Wir haben hier das App von der Batterie. Sehen, der Stromverbrauch momentan ist 0 Ampere. Wenn ich hier jetzt diesen Föhn nehme, und hier einsteck, und den laufen lasse, dann sehen wir hier auf dem App, er braucht 100 Ampere und auf halber Stufe braucht das Ding nur 33 Ampere. Ja. Aber wie kriege ich das Teil wieder voll? Und das schenke ich euch. Das besteht aus 2 Teilen. Dieses Kabel, das ist ein dickes, fettes Kabel. Aber Achtung, das ist nur für Leute, die ein altes Auto haben. Für die, die ein neues Auto haben, ja gut, die haben genügend Geld, die können sich einen Generator kaufen. Ich habe hier unseren alten Dacia. Also der ist 5 Jahre alt, läuft, tut, hat einen Motor und zwar kein Euro 6. Weil mit den neuen Autos, mit Scheiße, geht das nicht. Ich habe hier die Kühlerhaube aufgemacht und ich zeige euch jetzt meinen Generator. Ihr seht hier, das ist ein Renault Nissan Varta und hier sitzt mein Generator. Und zwar habe ich hier ein Kabel, kurz hier drauf, Plus und Minus, 16 Quadrat Kabel. Und hier liegt ein Stecker. Hier steht meine Batteriebox am Boden. Ich nehme das Kabel, stecke das hier ein, stecke das hier ein und lasse den Motor im Standgas laufen. Wir sehen jetzt hier die Kapazität und hier sehen wir 61 Ampere Ladeleistung, 60 Ampere, klar, wird dann natürlich die Leistung zurückgehen. Aber wenn ich jetzt hier 60 Ampere reinkriege in der Stunde, Maximum 100 Ampere, dann habe ich diese Batterie in 2 Stunden geladen. Ob ich das Auto im Hinterhof laufen lasse, oder irgendwo abgelegen am Waldrand stehe, das spielt nicht so eine Riesenrolle. In der Zeit, wo ich im Auto sitze, kann ich Radio hören, ich kann mich informieren, was vielleicht geht. Wichtig ist ein altes Autoradio und gleichzeitig diese Batterie laden. So habe ich für ein paar Stunden wieder Strom und die Möglichkeit, hier im Notfall Strom zu tanken.
Der Verbrauch von diesem Auto, so im Standgang, wie es jetzt läuft, ist circa einen halben Liter pro Stunde. Also das heißt, ihr investiert hier etwa ein Liter Benzin und dann habt ihr diese Batterie wieder geladen. Wenn ihr bei mir jetzt so eine Batteriebox kauft, die kostet, so wie sie hier steht, 1400 Schweizer Franken, kriegt ihr das Kabel gratis dazu. Nicht unterschätzen, was Kabel kostet, 1,5 Meter, plus das Anschlusskabel innen drin, das kurze Stück, was ihr gesehen habt, auf der Batterie. Und so habt ihr ohne großen Aufwand die Möglichkeit, solch eine Batteriebox zu laden. Wichtig ist einfach nicht in der Garage betreiben, wegen Kohlenmonoxid und so weiter, sondern immer draußen an der frischen Luft. Diese Aktion mit dem Kabel und dem Gegenanschluss, das gilt bis Ende November 2022. Ich mache hier ein anderes Video, wo das mit den Klemmen geht. Und hier unten ein Video, wie man die Ölheizung betreibt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.